Hallo, liebe Leute, willkommen zurück. Es ist der vierte Tag und es gibt wieder einen neuen Boss. Aber leider ist es wieder ein Elektroboss. Ich glaube, jeder von euch dachte, ja, es kommt Feuer, Wasser oder irgendwas anderes. Aber es ist wieder ein Elektro. Ich habe gelesen, der soll ein bisschen anders sein, aber habe jetzt ehrlich gesagt nicht so viel bemerkt. Oder ich weiß gar nicht mehr, wie der erste war, aber das ist auch okay. So, diesmal habe ich fast alles in einen Clip bekommen. Mal gucken, So wie das viel Mut. ausschaut. So, also er macht wieder hier die übliche Dreier-Kombo. Einmal die Faust, die Schere und irgendwie ein Hammerschlag. Ist der ganze Standard-Angriff von ihm. Als nächstes sehen wir diese Bohrattacke. Die kann ziemlich viel Schaden machen. Da müsst ihr auf jeden Fall immer raus dodgen. Und danach seht ihr hier direkt die nächste Attacke, er schießt so Kugeln und die verfolgen euch. Aber ihr könnt hier im letzten Moment auch wieder entweder darum rennen und irgendwann verfolgen die euch nicht mehr oder hier, wie ihr euch seht, im letzten Moment einfach wegspringen. Ihr müsst jetzt hier nicht so weit wegrennen, wie ich das hier gemacht habe. Aber das sah cool aus. So, dann gibt es wieder die Attacke, wo er sich in die Mitte teleportiert und dann wieder Laser in alle Richtungen schießt. Da müsst ihr einfach schnell in die Mitte draufhauen und nach ein paar Sekunden zieht er sich wieder zusammen, dann müsst ihr wieder rausfliegen. Durch die Laserattacken aktiviert er auch wieder seine kleinen Cubes da, die da rumfliegen und da jetzt meine Schüsse abwehren. Hier kommt auch schon die nächste Attacke und zwar ein einzelner Klatscher und es kommen dann Elektrokugeln raus. Die verfolgen euch also wie bei den anderen Kugeln auch einfach im letzten Moment rausdodgen. Schnelles Gift. Nichts passiert. So, es gibt natürlich auch wieder die beste Attacke von ihm. Da wird er unverwundbar und macht random diese Kästchen oder diese Muster. Ihr müsst aber ausweichen, nicht wie ich hier im Video. Aber ihr wisst ja, wie das geht. Aber ich glaube, wenn man im Kreis rennt, dann wird man sogar nicht getroffen, anstatt sich hier rumzuhampeln. So, wenn ihr ihn fast getötet habt, dann spawnt er wieder in der Mitte verschiedene Kristalle, die ihr hier nur mit den Elemental Skills zerstören könnt. Wenn ihr alle zerstört habt, dann ist der Fight vorbei. Das war jetzt ein ganz kurzer Run. Aber jetzt kommt ein richtiger. Wenn euch das Video gefallen hat, einfach einen Kommentar schreiben oder subscriben, wie ihr wollt. やめたりしよう。